Jo, was geht, meine lieben Zocker-Junkies? Wir haben den 11.8. Neues Rennen. Und ja, es ist nicht mehr weit hin. Wir haben hier eine sehr große Strecke, wie ich finde. Duent und Bundle starten hier jeweils von der 8 und der 9. Robinson und Ruiz starten von der 13 und 14. Und die Jungs von, wo sind sie? Tim, welche haben deine beiden? Ich finde sie jetzt gerade nicht. Die starten von 11 und 12. Und auch hallo, liebe Zuschauer. Wir haben heute, fahren wir zuerst mit den harten Reifen, weil die Strecke ist heute sehr heiß. Ja. Wir hatten 49, oh, die haben gestartet. Ja, und das sogar bei mir ein bisschen zu früh. Bernhard und Longo hier von gestern, die beiden in der Pole Position. Wieder direkt frühzeitig dran. Außerdem sind jetzt, weil ich gemerkt habe, dass viele Blau und sowas haben, sind Bundle und Durant in Orange vorzufinden oder ein bisschen orange-goldmäßig. So. Meine so goldgrünmäßig vorzufinden, weil rot hatte jeder. Ja. Und das ist halt ein bisschen auffälliger. Oh, ja, und das irritiert dann halt, ne? Wenn die auch wieder rot sind und so. Und hier Wilson direkt mit dem Überholmanöver, während hier Johnson zurückfällt. Aber hier Durant hat Bundle überholt. Und direkt hinten dran sind Robinson und Ruiz. Die erste Runde ist beendet. Und meine beiden fallen aktuell wieder zurück. Force Ferrari hier aus dem zweiten Rennen, die Gewinner. Auf der 7 und der 8. Aber Davis hier wird wieder stark attackiert. Und ich bin mal gespannt. Viele, also die ersten, also die Jungs hier auf den ersten Positionen starten mit den super schmalen Reifen, obwohl bei der Strecke angegeben wurde ein hoher Verbrauch. Ist halt, ich weiß nicht, ob das eine kluge Lösung ist. Ja, die Strecke ist relativ warm, deswegen habe ich mich entschieden, harte Reifen am Anfang zu fahren, weil ich das immer noch mit den ein Pit machen möchte. Und daher es vorziehen würde, mit den harten Reifen zu fahren, weil hinterher, wenn sie eingefahren sind, fahren sie sich genauso wie die weichen Reifen. Nur die brauchen halt ein bisschen länger einzufahren. Aber dadurch, dass die Strecke so heiß ist, reduziert sich die Einfahrzeit auch langsam. Die Temperatur steigt ja schon von den Reifen. Wir haben gerade mal die dritte Runde. Und das DRS ist jetzt auch da? Das ist immer noch fett. Es ist abzuwarten, weil Bernhard und Longo, denke ich mal, der Manager von denen, hat sie auch dazu entschlossen, eine, ich sag mal, spätestens wenn die beiden in die Box gehen. Bernhard geht hier wohl gerade in die Box. Longo fährt aber noch weiter. Bernhard? Ja, der war, oder? Ist der jetzt einfach nur weit zurückgefallen? Nee, er war in der Box. Er war in der Box? Mhm. Und der hat jetzt auf Medium gewechselt. Dann dürfte Longo bald aufwechseln. Ich bin echt mal gespannt. Also, wir beide hatten ja schon im Voraus ein bisschen unsere Strategien ausgetauscht. Ich meine, bei uns ist zwar Konkurrenzdenken da, aber wir versuchen natürlich auch uns gegenseitig zu
ein bisschen zu unterstützen. Und wir haben uns definitiv dafür entschieden, zu gucken, dass die Jungs so lange wie möglich auf der Strecke bleiben. Und dass DHS, ich sag mal, erst frühestens zwischen der 11. und der 20., also kurz vor der 20. Runde zu benutzen. So, die Reifen sind auf jeden Fall jetzt auch warm gefahren. Und Durant ist hier jetzt Tyler an attackieren. Longo war jetzt auch in der Box. Und Wilson auf der 17. Und letzter ist Johnson. Ja, leider. Durant hat hier aber jetzt stark, er attackiert hier jetzt aber kräftig und Bundle direkt im Anschluss. Jetzt sind die aktuellen Positionen Davies, Wilson, Robinson, Durant, Bundle, Robinson, Ruiz. Ich glaube Robinson habe ich jetzt doppelt gesagt, aus Versehen. Wilson von 17. auf den 16. Platz, verliert aber die Position. Okay, man muss warten, bis die harten Reifen auch relativ schnell eingefahren sind. Das dauert halt ein bisschen, da verliert man halt in dem Moment wieder Plätze. Das ist der Nachteil von den harten Reifen. Aber hinterher kann man lange auf der Strecke bleiben. Durant wird attackiert. Er ist an attackiert und zwar den dritten Platz. Robinson. Und Bundle direkt im Anschluss und attackiert jetzt Ruiz. Aber ich denke mal nicht, dass er sich so leicht die Position klauen lässt. Und Durant ist Dritter. Ob Bundle jetzt anschließen kann? Was meinst du? Ja, könnte. Oh, jetzt hier White immer gefährlicher. Nun auf den 18. Platz zurückgefallen. Sitzen auf. Also Bundle und Durant hier immer weiter mehr auf den Punkt Richtung, ich sag mal, ersten und zweiten Platz. Mal gucken, wie es mit Ruiz und White aussieht. Ruiz macht hier ein bisschen was gut. Mal gucken, deine beiden Wilson und Johnson. Johnson verliert den Anschluss. Die sind hart im Hintergrund ankämpfen. Ne? Also, oh, Durant hat hier jetzt sich die zweite Position geholt. Und Bundle schließt hier auf. Durant hier jetzt. Macht die Pole Position klar. Der Wahnsinn.
Wilson fällt wieder. Bundle direkt im Anschluss. Wird jetzt gleich Dritter, da ist Hadas. Und Davis ist der Nächste, der jetzt gleich fällt. Mal gucken, jetzt Bundle Zweiter. Die Jungs von Base Life Anubis, also von mir, und führendes Team. Beide auch mit den harten Reifen. Ja. Allerdings muss ich sagen, Durant hängt die anderen ziemlich weit hinten ab. Also der Wahnsinn. Mal doch mal bei dir. Wilson mittlerweile 21. und letzte Position Johnson. Das ist mies. Hast du dir mal überlegt, über das Teamradio die Dings auf aggressiv zu schalten? Und da ist er wieder überholt worden. Die sollten eigentlich sehr aggressiv fahren, aber irgendwie. Frage ist nur, woran liegt's? Und jetzt auch Robinson und Ruiz hier auf der Jagd zu den vorderen Plätzen, und da geht White in die Box. Gucken wir doch mal. Nur einer geht in die Box und das ist der White. Und gleich mal von 3-4 Leuten überholt. Hammer. Vielleicht ist der Tank zu schwer, aber du hast auch zu viel drin. Ja. Ja, okay, jetzt muss man wohl bedenken, dass bei mir, ich denke mal, das liegt an den Punkten, wie sie verteilt sind. Weil wir haben ja unterschiedliche Skillpunkte. Also ist schon ein Unterschied. Gucken wir doch mal hier Robinson. Ach, Wilson. Also er ist auf jeden Fall hart am Kämpfen, aber ich weiß auch nicht. Er lässt sich die Plätze einfach wegnehmen. Vielleicht solltest du die Jungs mal bis zur Erschöpfung durchs Training nehmen. Weil wie gesagt, in 23 Stunden, oder ich sag mal 22 Stunden, sind die von fast komplett leer, tatsächlich auch fast komplett wieder voll. Aber White hier lässt sich nicht abschütteln, sag ich mal. Robinson hier ist auf der Jagd nach dem Zweiten. Was machen denn hier Bernhard, also Longo ist 7. und Bernhard ist 11. von Team Sky. Hinter Robinson von Force Ferrari und Williams von Force Ferrari ist 8. und hat ein Duell mit dem Kollegen von Bernhard, den Longo, und er jagt C. Thomas. Wir sind mittlerweile in der 13. Runde. Ja, erster Stopp wurde gemacht. Bei dir? Nein. Die, meine vorderste Linie. Ach so. Wilson fährt wieder auf Platz 14. Ja, okay, dann krieg ich mal rein. Das ändert nichts an den schlechten Rundenzeiten. Johnson ist auch auf Platz 16. Aber Durant, der
der rast hier weg, ne? Und dann musst du dir mal angucken, ey. Der fährt so wie gestern, ich sag mal, der Longo. Deine Strecke. Anscheinend. Beide Teams von mir weit vorne. Hier, Williams wird von Thompson attackiert. Und Johnson hat hier das Duell zwischen Jay Wood und A. Smith. Und A. Smith kommt immer näher, genauso wie Thompson. Jetzt hier das Duell mit Wilson hat. Die Position wäre fast an R. Thompson gegangen. Und spätestens bei der DRS-Zone holt er sich die. Weil ich darf kein DRS öffnen. Ruiz hat allerdings hier die Position an White verloren. Meine Jungs müssen gleich in die Box rein. Wo ist denn Durant? Wir sehen mal den Abstandsvergleich aus der Vogelperspektive. Wilson lässt sich auch wieder überholen und überholen und überholen. Ja, und Longo hier. Siebte Position auf der Jagd zum sechsten. Und jetzt geht's für die Jungs in die Box. So früh. Ja, ich habe jetzt 2,4% Tank. Das ist keine ganze Runde mehr. Ach so. Und das Ding ist, Duren und Bumble haben mehr Tank als zum Beispiel Robinson und Ruiz. White fährt auch in die Box. Was ist denn das? Damit bleibt Duent auf dem ersten. Bundle verliert den Platz und fällt stark zurück. Macht aber hier anscheinend jetzt wieder gut. Ruiz jetzt auf dem achten. Robinson auf dem sechsten Platz. Mit welchem Abstand zum zweiten? Ja, ich lasse die jetzt mal ein bisschen aggressiver fahren. Bundle hier im Duell mit Williams und Davies. Davies immer noch stark am Nachdrücken. Und Longo immer noch versucht Duren zu holen. Was machen denn Ruiz und White?
Was machen deine Jungs denn? Wo sind denn die? Wilson auf der 16. Und an Kämpfen wie sonst was ist Johnson. Nur der hat hier echt einen Anhang hinten dran. Und Wilson wird hier von Smith attackiert. Während hier von gestern Bernard, Platz 2 gestern, auf der Nummer 10 ist. Nur Longo versucht hier wieder das Rennen zu packen, was er auch gestern gefahren ist. Bumble, weil hatte den dritten wieder verloren, ist aber jetzt durch DRS zurück. So, wo ist hier solide und Robinson versucht hier jetzt Platz 6 zu machen. Davies und Williams auf der Jagd nach Platz Nummer 3. Longo ist aber ziemlich weit weg von eben halt Platz Nummer 1. So, Bundle hat kein DRS mehr. Genauso wenig wie Ruiz und Robinson. Wilson ist am Aufholen am Platz 15. Anscheinend sind jetzt die besten Zeit mit den Reifen. Tom. Ja, das Rennen ist fast gelaufen und ich brauchte nur einen Stop zu machen, also. Bisher läuft super. Aber noch ist das Rennen nicht zu Ende und die Top-Positionen könnten noch gehen. So. Verschwinden und Johnson hier von Tim ist auf Platz 24 runtergefallen und hängt zwischen Platz, genau mittig zwischen Platz 23 und 25. Aber ich. Bundle hat hier tatsächlich den zweiten sich jetzt geholt. Und White ist auf Platz 3. Gefolgt von Robinson und Ruiz. Ich bin mal gespannt, ob White noch in die Box muss. Hier sehen wir jetzt Dylan ganz weit vorne und fast schon safe den ersten Platz. Und es sieht nicht danach aus, als würde irgendjemand hier noch von den Jungs in die Box müssen. Hast du schon einen Boxenstopp gemacht? Ja, einen habe ich hinter mir gebracht. Und beide, also alle vier Fahrer haben noch einen 31er Tank. Die müssen nicht nochmal in die Box. Ruiz hat jetzt hier Robinson den Platz geklaut. Jetzt ist Robinson auf der 5 und Ruiz auf der 4. Und ist auf der Jagd nach White. Und Robinson sich hier vor Thompson in Acht nehmen muss.
weil der rückt hier immer weiter auf. Mal gucken. White versucht allerdings jetzt Bundle hier den Platz streitig zu machen und es könnte funktionieren. Das ist. Oh. Jetzt wird es hier gefährlich und White ist wieder auf den 2. Bolzer musste jetzt leider in die Box. Okay. Ja. Dass sie jetzt dein... erst des Rennens lass ich damit super weich fahren. Bin mal gespannt. Wo ist denn jetzt? Das ist nicht passiert. Warum? Ich bin ja auf Platz 7 zurückgefallen. Wurde von 2 Autos überholt. Und Longo ist auf der Jagd hinter Ruiz. Oh, das könnte gefährlich werden. Beide Fahrer jetzt auf super weichen Reifen für die letzten 3 Runden. Viele fahren jetzt nur einen Boxenstopp, habe ich so das Gefühl. Ja. Aber Ruiz und Robinson geben hier richtig, richtig schlimm die Positionen her. Und wenn Bundle nicht aufpasst, dann hat er jetzt gleich auch das Problem, dass er auch. Wilson holt stark auf. Ja. 25. Bundle. Oh, viele auch noch in die Box. Das ist der Vorsprung. Was sind nur jetzt? 20. 19. 16. 14. Der Wahnsinn. Und kommt in und kämpft um den 13. Platz. Das ist doch mal schön 13. zu sehen. Ja. Aber 13. Bundle hier immer mehr in Verteidigungsposition, ne? Oh mein Gott, Bundle vergibt den 3. Platz und fällt runter auf den 5. Wenn er jetzt nicht aufpasst. Longo sitzt ihm im Nacken. Und ich denke mal, Longo wird auch jetzt. Ja, da ist Longo auch auf den 4. gerutscht. Das wird, glaube ich, kein Doppelsieg mehr. Für das Team von mir. Und Williams hat hier Robinson den Platz streitig gemacht. Ruiz hier auch anverteidigen. Und ich denke, auch da wird er überholt werden. Aber Duant ist hier safe. Also er holt sich die First Position, er ist auf dem Platz hier. Guck dir das an, ey. Du müsstest du und mal sehen, ey. Der fährt gerade so, als würde es um sein Leben gehen. Aufholjagd, weit, noch weit entfernt und Bundle ist sogar runter auf die 6 gefallen, oh mein Gott. Das ist nicht gut gesehen, finde ich. Und Ruiz und Robinson wollen jetzt hier Bundle auch noch weiter zurückhauen. Ich frag mich, warum der Herr jetzt das Problem hat. So solide gefahren und gegen Ende dann sowas. Aber gut. Duant ist jetzt in Runde Nummer 18. 13 für Olsen.
Und Johnson auf der 18. Mal gucken, wie es mit Johnson aussieht. Da komme ich nicht an. So, jetzt. Johnson wird seine 18. Position halten. Ne, der fällt jetzt, denke ich mal, auf die 19 zurück. Weil weiterhin ein Duell mit Thompson und. Ja, fällt stark zurück. Ja, und das war's mit dem Rennen. Plätze sind geschrieben, meine Freunde. Auf der Nummer 1 Duent, auf der 2 White, C. Thompson, auf der Nummer 3 Williams, dahinter von Force Ferrari. Longo macht den 5. Bundle, den 6. Und Doppelplatzierung für Ruiz und Robinson. Ich kann nicht meckern, hätte schlechter laufen können, würde ich sagen. Die Strategie hätte auch in die Hose gehen können. Bei mir ist es wahrscheinlich in die Hose gegangen, aber mit den super weichen Reifen ganz schöne Plätze gut gemacht. War auf jeden Fall auch nicht schlecht. Besonders Wilson, finde ich, hat ein super Rennen geliefert, ne? Da sind die hinteren Plätze dann schon alle in der Box. Naja, egal. Damit erstmal Gratulation an Durant für den 1. Platz. Jetzt gucken wir mal in die Gesamtstatistik. Liga. Warum muss der jetzt neu laden? Achso, deswegen. Oh, schönes Sümmchen, würde ich sagen, ne? So, Anfänge. Und Dings ist, The Shield ist auf Platz 1 von den Punkten her. Auf Platz 2 Base Life World. Meine Jungs sind hier. So, das Team hat einen Aufstieg gemacht. Auf Platz 5. Wo bist denn du? Aber gut, du hältst solide den 10. Ist ja nicht übel. So, meine lieben Freunde, jetzt seid ihr dran. Schreibt mir eure Meinung zum Rennen in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, bis morgen.